Weil ich meine, ich bin doch nicht der Einzige, der der festen Überzeugung ist, dass sich beim Thema Impfung jeder seine eigene Meinung bilden sollte, um im Anschluss dann selbst zu entscheiden, ob er sich jetzt impfen lassen möchte oder nicht. True. Impfscope, Digga, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, Bruder. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung schiebt aber mal ganz an. Impfscope it out, man. Falls du das siehst, ABK, ich küsse dein Herz, Digga. Das zeigt Eier, Bruder. Und dafür lieben viele Leute dich, Bro. Unter anderem ich, Digga. I love you, man. Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice to me. Warum gibst nicht zwei von dir? So, Freunde. Wir gehen wieder ins gewohnte Setup rein. Und dann ziehen wir uns das neue ABK-Video rein. Leute, bevor dieses Video losgeht, checkt die Leute in der Beschreibung ab. Bestimmt. Bis das Video anfängt, möchte ich euch kurz eine Sache sagen. Vor kurzem ist ein Twitch-Streamer, YouTuber an Corona erkrankt und lag auch deswegen sogar im Koma. Mittlerweile ist er alhamdulillah wieder erwacht und ist mit seinem Bruder fleißig auf Twitch am Stream. Stattdessen habe ich Kuchen TV ein Haus gekauft. So viele Videos wieder bei mich gemacht. Ah, Black Bros, Digga, ich kenn die doch, Digga. Von damals noch. SKK-Vibes, ne? Scheiße. Checkt den ersten Link in der Beschreibung, Leute, und lasst mir uns ein bisschen Liebe da. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Dieses Video hier ist als eine Art Fortsetzung zu meinem letzten Corona-Video zu verstehen. Schon damals habe ich auf das Missmanagement und die fatalen Folgen im Umgang mit der Corona-Pandemie seitens der dafür zuständigen Behörden und der Bundesregierung hingewiesen. Doch heute möchte ich mich darauf konzentrieren, was in der deutschen Influencer-Szene, zu der ich leider zum Stück weit auch zähle, Tachchen! Süßes Foto, Bro. Zum Thema Impfung so abgeht. Erstmal vorweg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass selbst bei so hochsensiblen Themen wie der eigenen Gesundheit und der Macht darüber die Meinung bzw. Überzeugung mancher Influencer einfach käuflich ist. Und das ist wirklich ekelhaft. Weil ich meine, ich bin doch nicht der Einzige, der der festen Überzeugung ist, dass sich beim Thema Impfung jeder seine eigene Meinung bilden sollte, um im Anschluss dann selbst zu entscheiden, ob er sich jetzt impfen lassen möchte oder nicht. True. Und genau diese Meinung sollte meiner Einschätzung nach frei von Einflüssen irgendwelcher Influencer sein. Denn wie das Wort bereits aussagt, kommen Influencer in der Regel ihrem Job des Influencens nach. Aber wie komme ich jetzt überhaupt wieder auf dieses Thema? Ich habe letztens ein Video von meinem Lieblingsinfluencer KuchenTV gesehen und Leute, ich bin euch ehrlich. Ich sag einfach irgendwas, ich hab's für uns gemacht. Ich bin ein Held. Das war für uns. Wie willst du hier ficken, Digga? Man hätte... ohne weiteres davon... Apo Red, man, was geht eigentlich mit Apo ab, Digga? Lebt er noch? Ausgehen können, dass er für seine propagierte Meinung in diesem Video bezahlt wurde, so überzeugt, wie er da von der Impfung spricht. Und daran gestorben sind 1028 Personen, runtergerechnet 0,001%. Hierbei sei aber direkt gesagt, dass das nur Verdachtsfälle sind. Diese 1028 Personen sind nicht zu 100% sicher an der Corona-Impfung gestorben. Alles darüber hinaus kann halt oftmals einfach nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht werden, weil der Stoff, wie gesagt, halt nicht mehr im Körper ist und du ja quasi täglich anderen Dingen ausgesetzt bist. Das Problem der Impfung bleibt nun mal, dass die Nebenwirkungen langfristig nicht absehbar bleiben und deswegen sind geimpfte Personen gewissermaßen Teil einer Live-Studie. Natürlich gibt es mehrere Stadien, die ein Impfstoff... Das ist true, Digga. Also ich find's gut, dass ABK so ein Video macht, Digga, weil ich bin zu faul, mir die Mühe zu machen. Ich sag einfach stumpf meine Meinung, Digga, wisst ihr? Auch per Notfallzulassung erst einmal durchlaufen muss. Die Wirkung oder Nebenwirkungen auf den menschlichen Körper können aber nach wie vor auch nur erahnt werden. Und das Gefährliche an diesem Umstand bleibt, dass in 10, 20 oder von mir aus auch 30 Jahren langfristige Nebenwirkungen eintreten können, die dann nicht einmal sofort auf die Corona-Impfung zurückgeführt werden, weil ja eben dann kein umgehender Zusammenhang hergestellt werden kann. Die Skepsis, die manch ein Ungeimpfter daher noch hat, ist also vollkommen verständlich. Und die Frage ist doch, warum soll der Staat weiterhin überflüssige Tests bezahlen, wenn das halt einfach nicht mehr nötig ist, weil es ja jetzt diese Impfung gibt, womit die Tests dann überflüssig sind. Bezüglich der Kosten für die Schnelltests. Die finanzielle Last jetzt vollständig auf den Steuerzahler abzuwälzen, ist immer noch nicht ganz gerecht. Denn das Thema müsste man fairerweise differenzierter betrachten und mal das gesamte Missmanagement der Bundesregierung mit einbeziehen. Sei es der Kauf Millionen falscher bzw. nicht zu gebrauchender Masken oder die gesamte Fehleinschätzung der Risiken und Konsequenzen durch die Corona-Pandemie. Puppets. Das sind nur Puppets hier. Die dadurch viel zu spät eingeleiteten Maßnahmen, die darauf folgenden zu frühen Lockerungen, die absolut fehlgeschlagene Entwicklung einer nicht funktionierenden Corona-Warn-App, die 64 Millionen Euro Steuergeld gekostet hat.
Stark. Ich meine, ey, mit Wallah-Garantie, die Liste ist unnormal lang. Also wir wissen alle, besonders kompetent ist die Bundesregierung im gesamten Umgang mit der Corona-Pandemie nicht unbedingt gewesen. Und dann jetzt so eine passive Impfpflicht zu verordnen, dadurch, dass die Kosten für die Tests nur der Bürger zu tragen hat, überzeugt Personen, die einfach nur Bedenken den Impfstoff gegenüber haben, wahrscheinlich auch nicht. Und darüber hinaus bleibt sogar das Risiko, dass auch Geimpfte nach wie vor mit dem Virus angesteckt werden können und diese Personen, die, wie du selbst sagst, sich nicht impfen lassen können, mitunter weitergeben. Daher stellt sich wohl kaum die Frage nach dem Sinn der Tests. Diese jetzt vollständig abzuschaffen, ist also auch dumm. Und jetzt, KuchenTV, beantworte mir mal die Frage, wer die Tests für Geimpfte tragen soll. Doch nicht etwa sie selbst, oder? Ich meine, der Aufforderung zur Impfung sind diese Menschen doch nachgekommen. Also weshalb eine weitere finanzielle Belastung für die bereits Geimpften? Jedenfalls gibt es auch Influencer, bei denen sich der Verdacht erhärtet, dass ihre Meinung... Impfscope, Digga, da bin ich sehr, sehr enttäuscht, Bruder. Impfscope it out, man. Das Thema Impfung käuflich war. Neuerdings kommt ganz plötzlich das Bundesministerium für Gesundheit mit einer Kampagne pro Impfung an. Die bezahlen allen Ernstes Influencer dafür, dass sie Werbung für diese Corona-Impfung machen. Digga, das müsste eigentlich illegal sein, Bro. Das kann doch nicht wahr sein, Bruder, dass Influencer Werbung machen für ein Experiment, Digga. Und Montana Black hat sogar selber in einem Stream indirekt geleakt, wie viel er sogar dafür geboten bekommen hat. Leute, 50.000 Euro für so eine kurze Werbung. Und diese gekauften Statements von den... Digga. So wie Cap, wisst ihr noch, damals als Kollege in meinem Interview erzählt hat, dass die ihm 50.000 Euro dafür geben sollen, dass er sich gegen die AfD ausspricht oder für die AfD, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Digga, das ist krass, die kaufen sich die Scheiße einfach ein, Bro. Influencern sind dann so Motto authentisch in ihrem eigenen Stil gehalten und da prangern die dann an, dass die bisher aufgeführten Gründe von Impfgegnern bzw. Skeptikern eher profan als tief begründet sind. Und oftmals enden diese Spots mit einer eindringlichen Aufforderung, sich doch jetzt endlich impfen zu lassen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Warum hat dich das Bundesministerium für Gesundheit nicht gefragt, ob du mal Werbung für eine Kampagne machst, wo man das Thema Übergewicht anspricht? Ich glaube, das wäre doch viel, viel passender gewesen und auch noch viel authentischer, anstatt auf Krampf zu versuchen, irgendwie in diese Impfwerbung reinzupassen. Ich meine, beim Thema Übergewicht hätte ich das Video sogar stumm gucken können und würde sehen, dass das Ganze authentisch ist. Und du wärst auch für mich und meinen adipösen Körper definitiv eine Hilfe gewesen. Oder ihr gebt euch mal InScope. Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter! Entspannend. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung schiebt aber mal ganz, Alter! Ach komm. Bro. Einfach nur enttäuscht, Digga. Einfach nur enttäuscht, Bro. Einfach nur enttäuscht, Digga. Damals warst du noch Lopaka und hast versucht, dich mit irgendwelchen Delfinen anzufreunden. Und jetzt bist du auf einmal eine Spritze geworden. Das Ganze... Digga, Bruder. Der enttäuscht mich am meisten, Bro. Sag ich dir ehrlich. Verhalten der Influencer in Bezug auf diese Impfung ist auf... Hab den mal früher richtig gefeiert, Digga, den InScope. Sag ich euch auch. Wisst ihr auch. Hab ich schon öfters mal gesagt, so. Mehreren Ebenen. Und er mich auch. Das würde er nicht sagen, aber... hat er definitiv. Ihn zu kritisieren. Erstmal ist es offensichtlich, was das Bundesministerium sich dadurch erhofft. Durch den ganzen Fame der Influencer sollen Personen, die sich vielleicht oftmals an der Meinung ihres Lieblingsinfluencers orientieren, dazu bewegt werden, sich impfen zu lassen. So nach dem Motto, wenn schon Sandra und Impfscope 21 mir zur Impfung raten, dann brauche ich bestimmt keine Bedenken zu haben. Halt dieses Typ. Digga, stell dir mal vor, zum Beispiel Impfscope hat jetzt irgendwie, der hat ja eine brutale Reichweite, Bro. Dem folgen ja tausende Leute so, ne? Und viele Kids folgen auch blind, machen das, was ihr Vorbild macht, so. Die lassen sich alle jetzt impfen, weil Impfscope das gesagt hat. Und dann kommt irgendwie Langzeitschäden irgendwas raus, so. Stell dir das einfach mal vor, Bruder. Dann halt doch einfach lieber deine Schnauze, so. Auch wenn du der Meinung bist, halt einfach deine Schnauze. Aber mach doch keine Werbung für sowas, wo du nicht hundertprozentig sicher bist, dass es halal ist, dass es negative Auswirkungen hat oder irgendwie sowas, Bruder. Du musst dir doch 100% sicher sein. Da fängt's an, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Die ganzen Influencer, die da gezeigt werden, haben 100% auch schon Werbung für Produkte gemacht, hinter denen sie nicht stehen. Nur rein theoretisch. Ich sag das nur rein theoretisch an der Stelle, meine lieben Freunde. Für alle Leute, die jetzt da ein Meme draus machen wollen oder so. Rein theoretisch. Irgendwas stimmt nicht mit dem Impfstoff. Langzeitschäden. Millionen von Kindern... passiert irgendwas, kriegen irgendeine Krankheit oder passiert irgendwas und du bist damit für verantwortlich, Bro. Kannst du dann noch pennen? Kannst du dir dann noch in den Spiegel schauen? Wahrscheinlich ja, Digga. Wahrscheinlich wird am nächsten Tag direkt der Stream angeschmissen und die nächste Pornodarstellerin reingeholt, Bruder. Beschämend.
and toys it out, man. Beeinflussen, für das halt eben die Influencer verantwortlich sind. Natürlich drängt sich die Frage auf, wie unbeeinflusst die Meinung einer Person dann noch ist, die bis zu diesem Zeitpunkt ganz normale gesundheitliche Bedenken hatte. Ich meine, wir reden hier immer noch nicht über irgendeine Billo-App, die man sich downloaden soll, oder Merch, für den hier einfach Werbung gemacht wird. Nein, es geht hier um den potenziellen Eingriff in die Gesundheit eines jeden. So. Deswegen stellt sich nun auch die Frage nach der Zielgruppe. Wer wird hier eigentlich zur Impfung animiert? Sinnvoll wäre es hier mal die Sichtung der erreichten Konten durch die Werbespots zu sehen. Geht es hier überhaupt schon um mündige Personen oder werden hier zum Teil auch Kinder mit einem Thema konfrontiert, das sie so im Umgang ihrer Influencer mit sonstigen Themen nicht gewohnt sind? Ich stelle mir einfach nur auf ethischer Ebene die Frage. Mit ruhigem Gewissen könnte ich niemanden von etwas überzeugen, was nicht einmal vollständig erforscht sein kann. Daraufhin startet ABK auch mit den ersten Verschwörungsmythen. Also ganz for real, ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Ja, ich weiß. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich zum Lager der Impfskeptiker bzw. Gegner ziehe. Jetzt kommt ein Bild von mir bestimmt. Ich würde bei Werbung einer solchen Geschichte nur sehr darauf Wert legen, als unbefangen zu gelten. Weitere Fragen, die mir so in den Sinn kommen, wären zum Beispiel, wie viele Influencer tatsächlich vom Thema der Impfung überzeugt sind und ihre Teilnahme an der Kampagne nicht nur aus finanzieller Motivation entstand. Dazu hätte es auch einfach ausgereicht, wenn jeder Influencer am Ende des Werbespots einfach mal seinen Impfpass so als Beweis in die Kamera hält und dann zeigt, ey, hier, ich bin wirklich geimpft. Traurig ist auch, dass so manch ein Influencer erst jetzt für den vermeintlich guten Zweck in Erscheinung tritt, obwohl es schon seit Anbeginn des Internets Zwecke gab. Wann hat sich einer von den Vögeln mal stark gemacht für irgendwelche unfairen Sachen, die auf der Welt passieren, so? Aber Bruder, ich krieg von denen nicht mit, dass die aufstehen, wenn Menschen ungerechte Sachen passieren, Bro. Ich krieg von denen eher mit, dass die auf anderen Leuten rumtrampeln, wenn die gerade am Boden liegen und noch eine Reaction dazu machen, so. For real. Für die man sich hätte absolut einsetzen können. Aber naja, zugegebenermaßen hätte es sich bei den meisten Dingen um ehrenamtliche Werbetätigkeiten gehandelt. Ah, stimmt, da steckt das Wort Ehre drin und das wäre für viele Influencer einfach halt nichts. Dieses ganze Ding mit dem Impfen macht auch einige Leute schon verrückt, weil ich meine, es gibt Menschen, die wollen sich nicht impfen lassen, aber trotzdem nicht auf ihre Freiheiten verzichten. Und einige dieser Leute schlagen dann einen illegalen Weg ein, indem sie zu irgendwelchen Ärzten gehen, die dann für dich bewusst daneben spritzen, so wie ich beim Sex. Und dann wird trotzdem mit deinem Impfheft eingetragen. Spritze laut, man. Nach dem Motto, du hättest dich gerade impfen lassen. Aber seid vorsichtig, Leute. Ich meine, diese gängige Masche, die gerade auch von einigen Ärzten durchgeführt wird, ist ziemlich gefährlich. Ich meine, jede Impfung muss ja auch von der Krankenkasse irgendwo erfasst werden. Also könntet ihr schon irgendwo auffliegen. Wenn ihr also einfach diesen illegalen Weg einschlagt und dann zum Arzt geht und das Ganze von der Krankenkasse nicht erfasst wurde, dann würde das doch spätestens da irgendwann mal auffallen. Und außerdem ist das Ganze auch ziemlich rücksichtslos den anderen Menschen gegenüber. Jawohl, Mohim. Am Ende des Tages bleibt es jedem Influencer selbst überlassen, wofür er in welchem Rahmen Werbung machen möchte. Aber sobald eine Meinung offensichtlich käuflich erscheint und das im Rahmen eines ethisch schwierigen Bereiches ist... Stark, Monte. Ich will jetzt auch hier keinesfalls das Schwarz-Weiß-Bild weitermalen. Doch sollte es bei solch einer fundamentalen Entscheidung eben jedem selbst überlassen sein, wie er sich entscheidet. Weil eben jeder ganz individuell für sich seine Gründe für als auch gegen die Impfung hat. Und aus diesem Grund spielt es auch gar keine Rolle, ob ich mich für oder gegen die Impfung entschieden habe. Starkes Video, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Schreibe ich auch in die Kommentare, auch wenn viele sich dann... werde ich wahrscheinlich sehr viele Re-Kommentare bekommen. So, Chat. Hab euch jetzt mal ein bisschen ignoriert an der Stelle, weil das Video war mir wichtig. Da wollte ich auf jeden Fall nice und straight drauf reagieren. Was sagt ihr denn zu dem ganzen Thema? Welcher Arzt macht sowas? What the fuck? Nein, ich äußere mich dazu nicht. Vor allem nicht online. Fühl deine Vibes. Viel Spaß noch in Mexiko, Digi. KREQZ, Faust auf die Realness, Bro. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Ja, Mann, ich muss dazu nochmal was sagen. Ich finde es auf jeden Fall sehr stark von ABK und auch sehr, sehr wichtig, dass es Leute gibt mit einer ähnlichen Reichweite wie ein Impfscope zum Beispiel, die sich einfach neutral zu der Thematik äußern, die halt auch mal eine andere Seite von der Medaille zeigen. Vor allen Dingen auch YouTuber und Leute, Influencer, die noch nicht gecancelt sind, so wie ich zum Beispiel. Sondern halt Leute, die immer noch am Start sind, Dicker, und nicht weg vom Fenster sind, so. Die immer auch noch mit anderen YouTubern rumhängen, kollaborieren, etc., dies, das. Finde ich gut, Mann, Alter. Finde ich echt stabil. Falls du das siehst, ABK, ich küsse dein Herz, Digga. Das zeigt Eier, Bruder. Und dafür lieben viele Leute dich, Bro. Unter anderem ich, Digga. I love you, man. Dabei ist alles, Digga. Der Spieß dreht sich, Gott sei Dank. Schauen wir mal.